Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ihr Lieben, ja, man sieht es vielleicht, ich habe noch eine leichte Schnupfnase, die Nasennebenhöhlen, ja, sitzen irgendwie noch zu, aber nichtsdestotrotz hindert mich das jetzt nicht, ein Video zu drehen für euch. Und zwar hatte ich mal wieder Lust, weil ich glaube, das letzte Lidschattenlotto liegt schon ein paar Monate zurück. So, wer das nicht weiß, wer jetzt vielleicht gerade das erste Mal einschaltet, Lidschattenlotto, das ist eigentlich immer so gewesen. Ich habe ganz viele Mono, also Einzellidschatten. Das ist ein Beutel. Oh, ich glaube, der wiegt 8 Kilo oder noch mehr. Ich greife mal rein, ja, da habe ich dann einfach hier so einzelne Lidschatten sind das. Die liebe ich. Ne? Früher gab es in LEs oft Monolidschatten. Aber ich muss gestehen, ich überlege gerade mal, schon länger her, ne, dass es in einer LE Monolidschatten gab. Also hier, das ist jetzt von P2 einer. Das ist sogar einer, ich glaube, den hatte ich mal in der Box vom Kryolan. Also die unterschiedlichsten Farben, Marken, alles vorhanden, Riesenbeutel. Und dann habe ich früher immer gemacht, ich ziehe 5 Lidschatten und die habe ich geschminkt. Und jetzt heute habe ich mir gedacht, ich habe hier mein Handy, ich glaube, ich stelle mal den Timer auf, soll ich das wagen, auf 30 Minuten. Ja, hier, 30 Minuten. 30 Minuten und irgendwann bimmelt das dann hier. Da fange ich gleich an, drücke auf Start, dann läuft die Uhr runter. Und in der gesamten Zeit greife ich blind in diesen Beutel mit meinen, weiß ich nicht, ganz vielen Monolidschatten, ziehe immer einen und den muss ich dann sofort auf mein Auge schminken. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich ziehe 15 Lidschatten und suche mir eine Reihenfolge aus. Nein, ich liebe ja diese Herausforderungen und ich ziehe jetzt 30 Minuten lang, beziehungsweise ich ziehe jetzt immer Lidschatten und muss den sofort auf mein Auge schminken, auf beide Augen. Also ich schminke beide Augen gleich. Wenn die Uhr abgelaufen ist, bin ich fertig mit meinem Augen-Make-up. Ich darf dann noch den letztgezogenen auf mein Auge, wenn ich da gerade zugange bin, dann darf ich das noch fertigstellen und dann ist es fertig. Und dann schminke ich den Rest mit euch noch. Ich habe jetzt vor, was ich gemacht habe, ich habe mein Lid abgepudert, habe eine Eyeshadow Base aufgetragen und habe mir die Augenbrauen nachgezogen, sonst habe ich noch nichts gemacht. Ja, jetzt steht die Uhr hier, jetzt drücken, also ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau, wie viele Lidschatten schaffe ich in 30 Minuten. Gucken wir mal. Ich drücke jetzt Start und die Zeit läuft. Ich greife rein. Wie gesagt, ich mische, ist ein Riesenbeutel. Und ich habe den ersten. Das ist von Terra Naturi, ein brauner Lidschatten. Schaut mal. Ein matter. 03 Kakao. Okay. Riechen tue ich jetzt nichts. Ja, das ist jetzt, also ich habe jetzt auch noch mein Auge nach der Lidschattenbase noch nicht abgepudert. Ich glaube, so ein Kakaobraunton ist jetzt die Frage. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch extra Zeit lassen, aber das wäre für euch langweilig. Das mache ich natürlich nicht. Ich nehme, glaube ich, mal, na, einige Pinsel sind bei mir sehr farbig, aber ich mache die sauber. So einen runden Pinsel hier. Und dann gehe ich mal hier in den kakaobraunen Ton und hole euch jetzt mal ein bisschen näher. So müsste es gehen, ja? Und ich habe ja hier mein Spiegel. Oh ja, oh, oh, der ist aber gut pigmentiert. Holla die Waldfee. Okay, ich hoffe, das geht so für euch, aber müsste. Ich wollte euch jetzt nicht zu nah ranholen, weil ich glaube, dann wird es oft unscharf oder kann passieren und ich sehe das dann nicht und dann stellt die Kamera den Fokus nicht. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Terra Naturi, ich bin auch mal gespannt, wie lange jetzt wirklich 30 Minuten hier. Wir werden uns überraschen lassen. Ich könnte jetzt hier mit meinem Videobearbeitungsprogramm auch eine Uhrzeit ablaufen lassen, aber wir hören es ja gleich. Das Handy ist ja auf laut gestellt. Ja, das ist jetzt so ein schönes Kakaobraun. So
in die Lidfalte direkt rein. Ich verblende jetzt noch nichts. Ich finde das ganz schön. Haben wir doch schon mal einen Lidschatten verwendet. Da. So, jetzt ziehe ich wieder ein. Ich gucke zu euch. Ich will mich ja überraschen lassen. So, oh, da haben wir was Farbiges. Vom P2, wunderschöne Verpackung. Das war eine, seht ihr die Stern, Schneeflocke? Das war eine LE, aus der Snow Glam LE. Die 020 Heavenly Türkis. Ja, ja, P2 gibt es ja so nicht mehr in der Drogerie. Ich glaube, es gab es oder gibt es vielleicht noch. Ich swatch mal. Wow, der ist schön. Ein schönes, helles Türkis mit einem schönen Schein. Gab es, glaube ich, mal im Lidl oder Aldi, aber habe ich nie gesehen bei uns. Schade, also ich mochte das. Ja, wo machen wir uns den hin? Augeninnenwinkel vielleicht? Wir können ja mal außergewöhnlich, warum nicht? Ich nehme mal hier von Essence. Wer weiß, ob überhaupt noch ein helles Tönchen kommt. Manchmal habe ich ja auch Pech. Ich glaube, letztes Mal hatte ich irgendwie immer nur so einen Farbton. Und weil der sehr hell ist, vielleicht wird es ja ein winterlich angehauchtes Augen-Make-up. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, was ich noch ziehe. Gefühlt würde ich sagen, sind jetzt die ersten 5 Minuten rum. Aber das ist ein schöner, schöner, heller Türkiston. Und ich mache mir den, ich hoffe, ich ziehe noch irgendeinen Schimmerton für den Unter... Ich will das jetzt nicht auch noch, nee, Türkisfarben, so bläuliche Lidschatten unterm Augenbrauenbogen, nein. Macht ihr das denn auch schon mal und lasst euch überraschen? Schön. Nummer 2. Ich ziehe einen weiteren Lidschatten. Bin gespannt. Habe einen, oh, von Manhattan. Rosé 52L Pearls of Tahiti. Ich glaube, das war auch meine LE. Und ich meine sogar, dass ich den damals noch bei Schlecker gekauft habe. Kennt jemand noch Ihr Platz und Schleck? Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz heller Rosé-Ton. Super, super schön. Ja, den könnte ich ja eigentlich unter den Augenbrauenbogen jetzt setzen, oder? Ich mache das auch. Weil der geht nur ganz dezent ins Roséfarbene und ich weiß ja wirklich nicht, ich mache das ja gerne, früher habe ich das fast immer gemacht, meinen Augenbrauenbogen betont mit einem Schimmerlidschatten und hier ist jetzt kein grober Glitzer drin. Ja, das waren noch Zeiten, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, ihr Platz, ich hole euch ein bisschen näher, glaube ich, noch so. Ihr Platz, ja. Bei uns, der Irrplatz, da ist jetzt bei uns der große Rossmann drin, der sich jetzt vergrößert hat, der ja jetzt ein paar Monate zu war. Und ja, und das ist doch ganz schön, ne? Ich glaube, der P2, der schimmert ein bisschen mehr, aber der hier, schön. Interessant, ich bin gespannt. Also mir kommt es jetzt gerade so vor, als wäre ich zu schnell. Ja, ich habe hier noch vom Naseputzen. Seit gestern ist es wieder schlimmer geworden, dass die Nase läuft und ich immer putzen muss. So, ich greife rein. Das war jetzt Nummer 3. Jetzt Nummer 4. Oh, das ist wieder ein Braunton von Rival de Loup. Ja, Rival de Loup. Rival de Loup Young heißt ja jetzt Rival Loves Me, ne? Das ist die 09 Hazelnut. Also ich würde sagen, kommt dem Braunton von Terra Naturi sehr nahe und es ist ein Matter. Jetzt suche ich meinen abgeschrägten Pinsel, da ist er schon, manchmal sauber. Und ich glaube, den gebe ich mir an den unteren Wimperkranz jetzt spontan. Oh, krümmelt. Guck mal hier ins Display. Der ist auch sehr gut pigmentiert. Aber ihr seht schon Fallout. Von daher war das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also, dass ich... Ich werde mir gleich im Anschluss, wer dann noch Lust hat, vielleicht mache ich das auch mal mit Musikuntermalung. Ich weiß es noch nicht, wenn ich den Rest schminke. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Vielleicht nehme ich euch aber auch mit. Je nachdem. Weil das hier geht ja jetzt schon mindestens ja, über eine halbe Stunde. Das ist ein schöner Braunton, ne? Müsste ungefähr gleich sein. Schön. Fast identisch, obwohl der von Terra Naturi kommt mir dunkler vor, also kühler. Und das hier ist so ein rötliches Braun, ne? Von Unterschied. Schön. So, mal gucken, wo die Reise hinführt. Nummer 5. Jetzt kommt Lidschatten Nummer 5.
Das ist einer von Kiko. Oh, der ist aber dunkel. Die 178. Ja, Kiko. Ich glaube, was ich gesehen habe. Oh, der glitzert. Schaut mal. Kiko hat, glaube ich, eine sehr schöne LE jetzt aktuell rausgebracht. Oh, oh. Oh, oh, das ist so ein Anthrazit. Oder schwarz mit. Eieieiei. Der schimmert aber und glitzert und funkelt. Jetzt brauche ich mal einen Lappen. Ja, was mache ich denn damit? Ich würde ja sagen, damit ziehe ich mir einen Lidstrich. Das wäre jetzt allerdings noch zu früh. Aber jetzt haben wir halt den Salat. Ich ziehe ja. Also ich muss den jetzt verschminken in gezogener Reihenfolge. Was ich aber machen kann, ist, ich gebe mir den jetzt nicht als oberen Lidstrich, weil das geht nicht. Ich gebe mir den unten, diesen Kiko-Lidschatten gebe ich mir, oder? Doch, ich gebe mir den hier über den braunen Ton. Ganz eng an den Wimpernkranz, dass man vielleicht dieses schöne Braun noch sieht. Und inwiefern jetzt diese Schimmerpartikel mit aufs... Ja, ein paar sieht man, ne? Ja, das wäre jetzt mir... Wenn ich den jetzt als Lidstrich, ne, oben an den oberen Wimpernkranz setze und danach kommen ja noch, denke ich mal, in Lidschatten fürs bewegliche Lid, dann, ne. Dann wäre der ja wieder übermalt. Jetzt bin ich zwar untenrum ziemlich dunkel, aber egal. Ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen. Ich mache mal so ein bisschen... Ich habe auch noch keine Tagespflege. Ich habe eben, es ist vormittags, habe mein Gesicht, Zähne geputzt, Gesicht gewaschen und das war's. Ne? So, nächste Lidschatten. 1, 2, 3, 4, 5. Nummer 6 kommt jetzt. Und Nummer 6 ist wieder ein sehr, sehr schöner vom P2 aus der Color Up-Reihe. Das ist Friendly Fire, die 470. Ich schreibe euch die Monolidschatten in die Infobox. Hohoho, ein schönes, schönes, schimmerndes Rot. Rostrot, würde ich fast sagen. Ja, was machen wir damit? Ich glaube, den gebe ich mir mal hier ins, oder in die Mitte. So. Ist jetzt die Frage, ne? Was machen wir mit dem? Ich nehme mir mal einen, ja, ich hätte gerne einen schmaleren Lidschatten. Ich suche gerade, also ich schneide jetzt hier, es ist Echtzeit, ne? Ich schreibe das auch als Unterschrift, also in Echtzeit, ne? Genau. Außer jetzt hinterher, wenn ich mich nachschminke. Ich suche jetzt einen Pinsel. Hier habe ich einen. So einen uralten von Evelyn. Der ist ein bisschen schmaler und da gehe ich jetzt in den P2 Friendly Fire. Und den gebe ich mir hier vorne ins erste Drittel von meinem beweglichen Lid. Ja, der hat Feuer. Der hat ein bisschen Feuer, das stimmt. Also wir müssen heute auch nicht weg. Heute ist Sonntag. Ich denke mal, gehen welche von euch? Ich meine, ich habe es jetzt nicht so mit Halloween. Ich denke mal, wenn Johannes, mein Sohn, jetzt nächstes Jahr, dass wir dann vielleicht mal... ich weiß nicht, ob man dann rumgeht so. Das war früher bei uns gar nicht, wo ich klein war. Da gab es das nicht mit Halloween, dass man gesungen hat von Tür zu Tür. Das ist ja jetzt erst so die letzten Jahre so modern geworden, sag ich mal. Ne? Ich muss mal gucken. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen rumgeklickert. Ungefähr gleich müsste es sein, oder? Oder muss ich hier noch ein bisschen... Aber es ist ein schönes... Schönes Rot, ne? So ein warmes Rostrot von P2. Okay, machen wir weiter. Ich ziehe wieder ein. Und habe von Catrice einen. Oh, der sieht sehr golden aus. Das war die LE Rocking Royals 02 X-Pistols. Jetzt schaut mal. Eieieiei. Da ist er. Dreckiges Gold, würde ich sagen. Champagner. Sehr, sehr schön. Aber wo willst du jetzt landen bei mir? In the middle? Wir können den ja mal... Ich mache mal den Pinsel sauber von vorhin. Diesen hier. Und gehe jetzt in den... Mal gucken. Der ist... Der fühlt sich so ein bisschen fast wie feucht an. Der ist nicht feucht, aber der hat so... Oh. Ja. Ich glaube, mit dem Finger wird man da mehr sehen. Aber ich schichte jetzt mal so ein bisschen.
gebe den jetzt mal wirklich so in die Mitte von meinem beweglichen Lid. Also der ist schon schön, nur ich muss, glaube ich, ein paar Mal drüber gehen, dass ich den richtig intensiv kriege. Oh, der hat ein tolles Leuchten, ne? So ein bisschen hier über die Kanten. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht so, wenn ich so blockhaft schminke, aber wenn ich jetzt mehrere Lidschatten, also so wie heute auch wieder, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich gucke jetzt auch nicht, ich will es spannend halten. Wenn jetzt die Uhr bimmelt, dann ist es das. Dann habe ich nur hier nichts. Naja, aber der Lidschatten gefällt mir. Seht ihr, der leuchtet richtig, richtig toll. Ich kann ja nochmal mit dem Finger reingehen. Oh ja. Zieh den mal so ein bisschen breiter noch aufs Lid. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön. Das gefällt mir. Der gefällt mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nummer 8 kommt jetzt. Ich muss immer so ein bisschen aus dem Bild, weil ich ihn so tief in meinen Beutel greifen muss. Das ist wieder ein Catrice, ein etwas neuerer. Man sieht das, man kann die rausklicken. Die 340 Cold Ruby Coffee. Komischer Name. Das sind diese Klicklidschatten, die könnte man rausklicken. Ist ein Braun auch wieder. Ist jetzt nicht so spektakulär, deshalb. Boah, was mache ich mit dir? Ich nehme jetzt mal einen anderen abgeschrägten Pinsel. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe jetzt in den matten Braunton. Oder soll ich den nehmen? Nee, ich mache es anders. Wo ist denn jetzt mein geliebter? Ja, komm, das machen wir mal. Ich nehme von Evelyn den Blendepinsel, gehe in den gezogenen, in das matte Braun. Oh, ihr krümmelt aber. Halladi. Und gehe jetzt und gebe mir den hier etwas großzügig auch über meine Lidfalte hinaus, dass man den sieht. Oh ja. Oh, der ist aber also für einen matten Lidschatten sehr gut pigmentiert. Früher hatte Catrice ja unheimlich viele Monolidschatten in meinem Standardsortiment. Und bei den Wechseln sind auch mal viele rausgegangen und viele neue rein. Ich ziehe mir den mal hier bis hier vorne hin. Und das reicht mir schon. Oder hier noch ein bisschen auf das Auge, ja, hier in die Falte rein. Das bedauere ich so ein bisschen, da traue ich so ein bisschen hinterher. Jetzt verpuscheln wir das mal so ein bisschen. Hier habe ich ja schon unter meinem Augenbrauenbogen so einen schönen. Ist jetzt ein bisschen krass, ne? Aber ja, ich brauche noch irgendwas Dunkleres, ein schönes Dunkelblau oder Grün hier hinten wäre schön. Ich will das nur so ein bisschen hier verblenden besser. Aber das geht. Ja, also so ein bisschen mehr Monolidschatten. Ich meine, ich muss gestehen, bei Manhattan wie auch Maybelline gucke ich kaum noch in die Standardtheken. Warum, kann ich euch gar nicht sagen. Ich gucke immer oft bei Catrice, aber vielleicht müsste ich mal wieder, auch gerade was Monolidschatten angeht. So, jetzt habe ich den großzügig, seht ihr, ne? Schöner Braunton. So, der nächste Lidschatten. Von Catrice. Auch wieder sehr schön aufgemacht. Das war die Glamazona LE Camouflage, die 04. Was ist das für ein Ton? Grau-grün? Ja, das ist so ein dreckiges Gold, Silbergrau. Aber das hier jetzt nach hinten packen? Bleibt mir erstmal keine andere Wahl. Wahrscheinlich kommt, wenn ich noch Zeit habe, gleich einer drüber. Ich nehme mal hier so ein Mini-Essenspinsel, der ist eh schon so gräulich. Ich muss unbedingt putzen. Vielleicht waschen, nicht putzen. Oh, oh. Das packen wir mal hier hinten hin. Und schichten ein bisschen. Ja, ich hätte mir irgendwie noch, aber vielleicht kommt ja noch, vielleicht haben wir noch Zeit für ein bisschen mehr Farbe. Ich glaube, ich muss gleich, habe ich überhaupt, ja, das wäre es jetzt, ne, dass ich gar nicht so auf Start gedrückt habe. Doch, habt ihr ja gesehen. Also, der ist jetzt nicht so der Brüller, ist so, ne? Ich glaube, das darf ich. Also ich intensiviere gleich noch einmal den in der Mitte. Den finde ich so schön. Jetzt bin ich hier mit dem Grau drüber gegangen. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Ich
intensiviere nochmal, wenn ich den Pinsel finde. Wo ist er denn jetzt hier? Da. War das der Pinsel? Ja doch. Ich intensiviere nochmal einmal hier die Mitte. Gerade hier. Hier bin ich irgendwie... So, okay. Wie viel haben wir jetzt? Egal, ich ziehe. Ich zähle hinterher. Der nächste, die Uhr hat noch nicht gebimmelt, ist ein helles Tönchen von Terra Naturi. Und zwar Bright Shine, die 01. Ja, der schimmert auch. Okay, was mache ich denn jetzt mit die? Wo packen wir den denn jetzt hin? Ich kann den natürlich schichten, das ist ja erlaubt, weil ganz ehrlich, oder, wisst, ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal so ein bisschen mit dem Finger rein, gebe mir das jetzt hier über die Mitte noch, ganz soft. Ja, und dann wird aus dem Golden ein schimmernder Gold-Weiß-Ton auch nicht schlecht. Weil das Türkis im Augeninnenwinkel da vorne, das wollte ich jetzt nicht übermalen, das hier gefällt mir. Oh ja. Schön. Da können wir ruhig mal blockhaft schminken mit den Fingern. Schönes Tönchen. Weiter geht's. Mal die andere Ecke fummeln hier. Oh, ja, jetzt kommt ein bisschen Farbe. Ein Orange von Catrice. Papaya Don't Preach, die 720. Krümmel ein bisschen. Den allerdings jetzt hier hinzusetzen, wäre so farblich so gar nicht so meins. Boah, was machen wir jetzt mit so einem Orangeton, Leute? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich nehme wieder diesen abgeschrägten Pinsel hier. Ich will mal was testen. Der krümmelt sehr, sehr doll. Ich will mal gucken, wenn ich mir den hier hinsetze. Nee, da kommt er nicht gut raus. Ich gehe mal an den unteren Wimpernkranz, weil ich hier das dunkle Tönchen habe. Ja. Also der Orangeton knallt leider nicht so. Der krümmelt, aber ich nehme den jetzt einfach um, ja, einfach um, und also irgendwie weiß ich auch nicht, ich sehe gar keinen, doch ja, ein bisschen sehe ich, dass er jetzt heller wird hier, aber dieser Orangeton, der knallt mehr im Fännchen wie, ja. Ich gebe den jetzt hier, ihr seht es ja, ne? Vielleicht haben wir jetzt hier einen minimalen Orangestich obendrauf, aber man sieht auch, wie stark der krümmelt. Ne? Ja, okay. Haben wir den verwendet? Der nächste. Ach, das ist wieder so ein heller von Kiko. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, auch zum Klicken. Infinity. Infinity. Okay, den kriege ich kaum auf hier. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ist der matt? Nee. Oh, Infinity. Was mache ich jetzt mit Infinity? Ja, ich glaube, ich gebe mir den mit so einem spitzen, so einem schönen Spitzenpinsel. Hier oben drüber. Aber nur in die Mitte hier, dass man vielleicht noch außen so ein bisschen was von dem Türkis sieht. Nur wirklich hier rein in die Mitte. So. Ja. Weil der hat so ein leicht, der schimmert nicht so wie die anderen. Bisschen verblenden. Ja. Also jetzt reicht es aber auch mit Schimmertönen, finde ich. Mit hellen. Ich hätte gerne noch was Dunkles für. Weiß ich auch nicht. Weiter geht's. Jo, mal wieder einen Braunton von Rival de Loupe, die 08 Kakao. Hatten wir das nicht eben schon? Ne, Hazelnut war das. Das ist auch ein matter Braunton. Aber ich habe ja noch Zeit. Ich mache mal den wieder sauber, gehe in den matten Braun hier und gib den hier unten über quasi das Orange. Aber nur hier außen bis zur Pupille, nicht unter das ganze Auge.
Dann leuchtet hier nichts, weil der ist ja matt, ne? Nur bis hier vorne. So. Und schnell weiter. Schnell, schnell, schnell. Was habe ich hier? Oh, von Essence. Wieder ein Braunton. 06, Mr. Mokka Bean. Ja, Mr. Mokka Bean, das ist hier mit diesem schönen Muster. Der ist schon arg dunkel. Da probiere ich jetzt Folgendes am oberen Wimpernkranz. So. Wer weiß. Ich gucke mal hier ins Display. Den sieht man wahrscheinlich auch nur auf diesen Held, obwohl es geht. Ich würde nämlich jetzt vom Gefühl her sagen, die Uhr tickt gleich ab. Die Uhr tickt. Boah, ich habe aber. Fallout habe ich aber auch so ein bisschen. Jetzt gucke ich hier in den Spiegel. Doch, ein bisschen sieht man den, ne? Dass ich so ein bisschen meinen oberen Wimpernkranz verdunkle. Aber der. Boah, was, gut, dass ich da unten rum noch nichts geschminkt habe. Also, ich meine Make-up oder Puder oder was auch immer. Ja, der krümelt. Okay, also hier vorne sieht man jetzt nicht so krass, aber hier doch. So, ja, haben wir den auch. Also ich würde sagen, ich mache das gleich noch mit dem feuchten Lappen. So sieht das jetzt aus. Also braun brauche ich jetzt nicht mehr. Brauntöne haben wir. Nochmal, ich ziehe den nächsten. Rimmel. Ja, ich glaube die Nummer 200, da ist dieser Magnetstreifen drauf. Kann ich die nicht abmachen? Müsste die Nummer Kasch, ja, von Rimmel, ich glaube die Nummer 200. Das ist auch wieder so ein Goldbraun. Seht ihr das? Puh, ja, aber es, was soll ich tun? Es ist halt so. So, ich nehme jetzt diesen und gehe jetzt in den Rimmel und gebe mir den hier in die Lidfalte, aber nur in die Lidfalte rein. So. Bis hier vorne. Dann haben wir hier nochmal so eine leichte, seht ihr das, Verdunklung. Das ist das Lidschatten Lotto Extrem, extrem Brauntöne. Ja. Ich wünsche mir immer noch irgendwie so einen dunkleren für außen, aber mal gucken, ob ich das überhaupt zeitlich noch schaffe. So. Der nächste. Was haben wir? Terra Naturi. Habe ich eigentlich gar nicht so viele. Interessant, dass ich doch so viele ziehe. 02 Eyeshadow Candy Topping. Ein Topper. Ja, der sieht so ein bisschen rosé-braun aus. Ja. Schaut mal. Ist jetzt nicht so der Burner, aber gezogen ist gezogen. Wisst ihr was? Da nehme ich jetzt den Finger, den toppe ich mir wieder in die Mitte. So. Da tut sich nicht so viel. So ein bisschen. Zack. Einfach in die Mitte. So. Der ist auch nicht ganz so glänzend, ne? Habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir so einen leichten rosa Stich in der Mitte. Und ich ziehe noch einen. Ein Weiß. Von Reval de Loup Young. Was ja jetzt Reval Loves Me ist, ein Matter, leitet ab die 01. Ja, und das ist hier schön gemacht mit den Sternen hier. Ja, das ist ein mattes Weißtönchen. Ja, ich nehme jetzt mal den Pinsel und mal gucken, wie das aussieht. Gib mir den als Highlight jetzt hier über den Schimmerton unter meinen Augenbrauenbogen. Das Weiß ist jetzt nicht so krass pigmentiert, das sieht man, ne? Aber es ist jetzt so der Schritt. Ich kann, aber in der Mitte wollte ich es jetzt auch nicht, also in meinen Augeninnenwinkel. Nee, ist okay. Gib mal hier noch so ein bisschen über die Kante von dem Braunton. Kann man machen, kann man machen. Okay, weiter geht's. Nächste Lidschatten. Ah. Puh, L'Oreal. Quarzfume, die 502, das ist, ich glaube, das sind die Lidschatten, da braucht man keine Lidschattenbase, die halten, ja, das ist der Knaller, die halten ohne Base auch top. So, jetzt nehme ich nochmal den Pinsel, mache den sauber, diesen hier.
jetzt hier in den L'Oreal-Lidschatten. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und toppe mir den hier nach außen. Ja. Ist halt so ein grau-braun-Ton. Und wo soll ich ihn sonst hinmachen? Jetzt sieht es natürlich wieder sehr blockhaft aus. Aber wenn da so ein heller in der Mitte ist, wie bei mir jetzt, finde ich das gerade schön. So. Ich kann hier mal versuchen, etwas mehr zu verblenden. Allerdings, ja, es geht. So. Ja, auch wieder so ein Braunton. Es hat noch nicht gebibbelt. Ich mache weiter. Oh, aus der LE von Essence Beach Cruisers. Den kann man auch feucht auftragen. Girls just wanna have sun. Ja. Der knallt zwar, aber der ist, glaube ich, auch, wenn man den mit dem Pinsel nimmt, nicht so... Warum wieder orange? Wo willst du denn hin? Ich brauche einen anderen Pinsel. Ich habe hier noch so einen von Evelyn, einen schmaleren Pinsel. Ich habe jetzt leider nichts zum Pinsel befeuchten. Gib mir den hier über das rötliche Tönchen hier. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja, und da der ja auch eher matt ist, verschwindet jetzt der rote Schien in ein eher orange. Kann man hier noch ein bisschen verblenden. Ja, kann man machen. Kann man machen. Okay. Jetzt gucke ich aber mal, weil jetzt irgendwie, ich will wissen, okay, wir haben noch eine Minute, dann schaffen wir noch einen. Ich dachte nämlich jetzt wirklich, die Uhr wäre stehen geblieben. Der letzte, oh, meine Lieblingsfarbe, jetzt kommt Atlantis Purple von P2 mit dem schönen Seestern. Ja, jetzt kommt's. Wo willst du hin? Also außen... Ich möchte es probieren am oberen Wimpernkranz. Hier. Da sieht man dann nichts. Okay, ich habe es mir fast gedacht, dass man die nicht so gut sieht. Soll ich es wagen? Außen. Ja, der kommt nicht durch. Das haben wir jetzt gedacht, das ist alles zu dunkel. Schade, ich überlege gerade noch. Ich habe hier ja noch mein Feuchttuch. Ich versuche mal Folgendes. Wir haben, aber das habe ich ja gesagt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann darf ich den letzten noch schminken. Ich habe jetzt hier an meinem Feuchttuch den Pinsel angefeuchtet und gehe jetzt nochmal in den rein und versuche... am unteren Wimpernkranz kommen. Ja, da ist was, aber das, der kommt jetzt nicht mehr so gut durch. Ich versuche es trotzdem. Durch das Anfeuchten ist er, glaube ich, etwas farbintensiver. Ich versuche den auch etwas krasser, also breiter aufzutragen am unteren Wimpernkranz, ne? Ja, die Zeit ist abgelaufen. Man hat ja schon ein ganz gutes Bauchgefühl, ne? Aber es war mal schön, auch so ein Lidschattenlotto zu drehen. Lidschattenlotto extrem. Und ich sehe gerade, es wird heller draußen. Ich glaube, wir können gleich doch nochmal einen kleinen Spaziergang wagen, auch wenn Johannes noch angeschlagen ist. Doch, ne? Also ich gehe jetzt immer wieder hier in meinen Purple-Ton, oh, nicht ins Auge, Nadine, und gib mir den etwas breiter hier unten drunter, weil ich den echt schön finde. Aber auf dem Auge jetzt hier, da wäre das nichts. Ne, wo ich ein bisschen, oh, Fallout hier. Guckt euch das an. Okay.
So, das Augen-Make-up wäre beendet, ihr Lieben. Das ist jetzt entstanden, wie für Lidschatten. Ich zähle mal eben. Ich suche euch einen Ticken raus, dann könnt ihr das mal so genießen. Mit Mascara sieht das, ich sag mal so, dafür, dass ich das jetzt wirklich in gezogener Reihenfolge so geschminkt habe, finde ich es okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich in 30 Minuten 20 Lidschatten auf meinem Auge geschminkt. Ordentlich Fallout. Ich werde jetzt hier ein bisschen aufräumen und noch die restliche, ich schmink das mit euch, glaube ich, in Echtzeit. Ja, denn wer jetzt Lust hat, noch sich das anzuschauen, dabei zu sein, da freue ich mich natürlich, wie das fertige Make-up dann entsteht. So. Aber ist auch Make-up? Doch, auch den Purple-Ton sieht man jetzt, ne? Schön drüber gegangen. Schön. Ihr Lieben, ich räume mal eben hier auf und wer Lust hat, ich würde mich freuen, dann schminken wir zusammen mein restliches Gesicht. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und habe ein bisschen, mein Gesicht mal aufgeräumt, sage ich mal. Also ich habe mir quasi gerade mal mit einem feuchten Lappen die ganze Fallout weggenommen. Ich finde das Augen-Make-up ganz schön. Es ist natürlich sehr dunkel geworden durch die ganzen Brauntöne. Ich habe alle 20 gezogenen Lidschatten hier rein. Und ich, wie gesagt, wer Interesse hat, vielleicht, wenn ihr jetzt einen Lidschatten vom P2 besonders toll gefunden habt, vielleicht bekommt man den noch irgendwo anders, ne, und kann tauschen oder so. Ich musste mir jetzt noch einen kleinen Kaffee machen. So, ich habe mir jetzt ein paar Sachen noch geholt. Und wollen wir mal schauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ich dachte mir, ich habe jetzt noch gar nichts im Gesicht. Ich fange mal an mit einem Primer. Mit einem Face Serum. Und zwar die Vitaminbombe von Essence. Fresh and Fit. Ich glaube, das Produkt gibt es noch nicht so lange. Ich habe das ja auf dem Schminktisch stehen. Sieht man das? Wenn man was auf dem Schminktisch stehen hat, gerade im Schlafzimmer, so wie bei mir, staubt es natürlich auch. Und jetzt setzt hier das auf diesem Gummi, kriegst du den Staub gar nicht weg. Deshalb nicht wundern, wenn mal ein paar Produkte bei mir eingestaubt sind. Oh, das war sehr flüssig. Orangefarben riecht angenehm. Und dieses Serum, das waren jetzt gut 3 Tropfen. Das reicht aber auch. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ne, weil ich ja jetzt hier schon Augenbrauen und Augen geschminkt habe, dass ich da... was jetzt nicht ganz so gut durchdacht war von mir ist, ich hätte den Concealer auch schon schminken müssen. Ihr seht ja, was ich hier für dunkle Augenschatten habe. Aber ich habe einen Concealer. Ich habe auch mal ein Concealer-Ei angefeuchtet. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen hier unten noch aufräumen unterm Auge. Also dieses Essence-Serum habe ich jetzt noch nicht ganz so oft benutzt. Vielleicht jetzt das dritte, vierte Mal. Das ist wirklich sehr ergiebig und ich mag es. Es ist... es pflegt die Haut. Ich meine, ich habe jetzt sowieso das Problem, durch meine Schnupfnase hier die ganzen Rötungen wird man wahrscheinlich gleich sehen, aber okay. Ja, das wirkt jetzt, zieht schnell ein. Ihr werdet euch gleich wundern, ich habe mich für ein Blush entschieden. Ich glaube, das habe ich noch nie so richtig in einen Schminki mit, habe ich euch noch nie so gezeigt, von Urban Decay. Ich zeige es euch gleich und ich muss vorsichtig damit umgehen, aber ich glaube, das könnte auch ganz gut passen. So, jetzt habe ich hier von Essence den... Gibt es noch die Hello Good Stuff Reihe? Da habe ich mich jetzt hier für den Primer entschieden. So alt ist der jetzt auch noch nicht. Das ist der, der aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Und der ist weiß, ja. Den gebe ich mir jetzt natürlich gerade hier auch... Also eigentlich gebe ich mir Primer immer überall hin, aber auch ich fange immer an, dass ja auch hier gerade hier in diesem Bereich habe ich halt vergrößerte Poren an der Nase und hier so ein bisschen auch hier unten. Ein bisschen brauche ich jetzt noch für die Stirn. Und ich finde auch, ich benutze jetzt gleich, jetzt nicht direkt Make-up, aber schon eine schöne BB-Cream und ich mache mir eigentlich zu 95% immer einen Primer ins Gesicht, weil die meisten sind auch pflegend und gerade wenn man zu vergrößerten Poren neigt,
wirkt das dann so ein bisschen dagegen und sieht dann einfach schöner aus, das Ergebnis. Ne? Ja, das ist jetzt ein Face Primer. Boah, kann man sehr schlecht lesen auf dem hellen Unter. Mit Hanfsamenöl, genau. Hanfsamenöl, feuchtigkeitsspendende Formulierung, erfrischt deine Haut und sorgt für einen gesunden, aussehenden Ton. Okay, haben wir das auch. Und das ist auch so eine Sache, das zieht... Sieht jetzt irgendwie krass aus, mein helles Gesicht und dieses dunkle Augen-Make-up, ne? So, fangen wir an. Ich glaube, jetzt machen wir einen Concealer. Wie gesagt, den hätte ich vielleicht auch eben schon schminken müssen. Das durfte ich mir ja mal aussuchen, ausprobieren. Den Concealer von Napla. Ist eine sehr schöne Verpackung. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet, weil ich glaube, der war sehr, sehr deckend. Ich habe die Farbe Ivory. Das ist der Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Der war sehr deckend, glaube ich. Ja, aber ich gebe mir jetzt mal hier so ein bisschen was hin. Oh Gott. Schauen wir mal. Und dann nehme ich mir hier mal ein Schwämmchen. Obwohl mit dem Finger. Na. Also das war jetzt, glaube ich, schon zu viel. Ihr seht ja, wie deckend der ist. Ivory ist natürlich... Ich gebe mir das jetzt auch, die Reste hier. Das ist schon sehr, sehr ergiebig. Und ich weiß jetzt nicht, ob der so gut für mich war. Ich muss halt aufpassen, ne, hier vorne, dass ich mir das nicht direkt wieder aus dem Gesicht nehme. Also hier den Augeninnenwinkel, dass ich den nicht übermale jetzt. Das ist wirklich ein krasser Concealer. Ich hoffe, ich kriege den gebändigt hiermit. Gut eingearbeitet und ich hoffe, wenn ich das gleich so ein bisschen... Naja, mal schauen. Die Augenpartie... Ich habe jetzt keine Augenpflege extra unter mein Auge noch aufgetragen, fällt mir gerade ein. Vielleicht hätte man das machen müssen. So, doch, so die Farbe geht, glaube ich. Oh, ich merke gerade wieder, wie meine Nase zugeht. Das ist... Oh. Aber die Augenschatten, also das ist schon jetzt nicht mehr ganz so krass. Ne? Also das ist wirklich ein Concealer. Vielleicht gebe ich noch ganz wenig hier vorne, so mini, mini, mini... So, weil hier habe ich wirklich in dem ersten Bereich sehr dunkle Augenschatten immer. Ja, ich schlafe natürlich im Moment auch nicht so gut und nicht so, wie sagt man, so tief, glaube ich, weil entweder höre ich meinen Kleinen, also Johannes hat im Moment, dem geht soweit ganz gut, aber gerade nachts hat er so einen Husten manchmal, so einen Hustenreiz. Er nimmt jetzt schon Hustensaft, wir inhalieren auch, aber irgendwie ist das dies ja alles sehr zäh und sehr langwierig. Und dann schrecke ich natürlich, also das höre ich alles, also ich habe keinen tiefen Schlaf im Moment. Deshalb, das spiegelt sich in meinem Gesicht jetzt wieder. So, aber ich glaube, es geht, oder? Ah. Also der Concealer, der wird noch, da werde ich noch lange Freude mit haben, weil der so, wie soll ich sagen, ja, da ist viel drin und der ist halt, man braucht nicht viel, ne? Also ich brauche nicht viel. So, jetzt käme ich dann erstmal, ja doch, zur von Spilantox. Ich habe das jetzt erstmal auch gerade geschüttelt, weil ich die schon so lange nicht verwendet habe. Das ist die Magic Touch Anti-Aging BB Cream. Die habe ich mir damals bei Rossmann, glaube ich, gekauft. Oder DM. Also die gibt es nicht immer. Ich sehe die nicht immer. Ich finde die eigentlich ganz gut. Die ist mit Spilanthol, Hyaluron, Traubenkernöl und die gibt plus Glow. Also das ist wirklich eine BB-Cream, die ordentlich Glow gibt. Und ich schüttel nochmal. Das weiß ich halt. Ich habe hier meinen Beauty Blender, weil das ist wirklich eine BB-Cream. Na, das ist schon wie soll ich sagen? Ja, ihr seht es ja hier, eine BB-Cream, die jetzt nicht super deckend ist, aber die man doch gut verteilen muss. Und ich denke mal, dass man mal gucken, ob man meine Rötung gleich noch sieht. Ja, da braucht man mehr, muss ich mehr nehmen. Ich gebe mir das mal direkt aufs Schwämmchen. Ich habe die jetzt schon länger nicht mehr verwendet. Man muss dann erstmal überlegen. Ne? Es ist ja wirklich oft so, dass man... verschiedene Make-ups oder auch BB-Creams
gerade bei BB-Creams ist das so eine Sache, oft sind da die Hände besser, ne? Ich gehe jetzt ruhig auch ein bisschen über den Concealer. Das macht, glaube ich, nichts. Aber man sieht hier am Muttermal, das ist jetzt nichts, was so krass abdeckt. So ein bisschen nimmt es die Rötung. Ich nehme jetzt mal noch was. Aber die hat einen super Glow und eine super Pflege. Also das ist gerade jetzt, ich glaube, ich habe die jetzt schon über ein Jahr. Ist auch mit, ich glaube, knapp 30 Euro. 28 Euro, glaube ich, oder so. Aber nicht wundern, den hatte ich gestern schon benutzt. Und gerade wenn ich so verschnupft bin, erkältet, benutze ich so Schwämme höchstens dreimal. Manchmal auch nur einmal und dann kommen die direkt in eine Wäsche. Ich packe die dann jetzt immer mit in meine Wäsche. Deshalb ist ja auch nicht mehr so schön rosafarben. Aber da werden die echt gut sauber, ne? So ein bisschen noch. Also ihr seht, es ist so ein schönes... Ja, ich habe hier, glaube ich, gerade den Super Glow. Natürlich werde ich mir gleich wahrscheinlich wieder beim Naseputzen ein bisschen was von der BB-Cream runternehmen. Aber egal. Nein, das ist jetzt wirklich was Leichtes. Aber hier steht im Vordergrund wirklich die Pflege. Gerade wer vielleicht so wie ich schon Ü30, Ü40 ist, ist, glaube ich, sowas nicht verkehrt. Ja, so. Also ich finde sie, ich mag sie wirklich. Ihr seht, es ist eine BB-Cream, wo man jetzt nicht viel sieht. Außer dem Mega Glow. Hier steht auch drauf, gibt der Haut einen zauberhaften Glow für eine jugendliche Ausstrahlung. Hochwertige Öle schenken eine weiche Pfirsichhaut. Spilanthol glättet. Also viele pflegende Inhaltsstoffe sind hier in der Spilanthox BB-Cream. Und ich habe die, ich glaube, so bis zur Hälfte jetzt verbraucht. Hier sind drin 50 ml, 50 ml. Ist so eine schön dunkel braun Glasflasche. Und der Pumper funktioniert gut. Also das merkt man. Ne? Ich habe jetzt hier den ultimativen Super Glow. Ich möchte das Ganze jetzt mal ein bisschen zurücknehmen. Und zwar habe ich hier das Essence Sensitive Mineral Powder. Ich glaube, das gibt es noch. Das finde ich ganz gut. Das mattiert mich für ein paar Stunden. Und aber jetzt hier bei dem Super Glow, jetzt habe ich hier keinen richtigen, naja, nehme ich den hier. Ich habe meinen fetten Puderpinsel. Ich sehe gerade, ich habe meine dicken Pinsel vergessen. Naja, vielleicht komme ich mit den Pinseln klar, die ich hier habe. So. Das ist den, da könntet ihr noch drankommen. Der ist von der Reval de Loupe. Reval Loves Me L.E. meine ich. Dieser schöne Pinsel hier. Ja, und ihr seht, auch hier so ein bisschen Concealer hier. Ach, der Pinsel ist nicht schlecht. Der ist schön weich. Und das Gesicht glänzt nicht mehr so krass, aber das ist wirklich eine BB-Cream. Da, ich glaube, da bräuchte ich jetzt so einen Blocker, so einen richtigen fetten, aber das will ich ja gerade nicht. Also ich möchte das noch ein bisschen gesünder. Ich mag ja, wenn die Haut noch so leuchtet. Wenn die Haut natürlich glänzt, da stehe ich mehr drauf wie total matt. So, ein bisschen noch hier. Also meine Rötungen sieht man auch noch, ne? Hier. Aber da ich gleich eh wieder Nase putze. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, schön. Gestern war es nicht so schön hier bei uns. Morgen ist Allerheiligen. Ist ja Feiertag. Und da gehen wir auf die Gräber. Und zünden Kerzen an. Denken an unsere lieben Verstorbenen. Und jo. Da hoffe ich, dass es nicht so viel regnet. Es kann ein bisschen Regen kommen, aber gut. So, also ich komme mal näher oder ich zoome mal. Also, man sieht natürlich hier meine Linien. Keine Frage. Aber ich bin ja jetzt so eine Type, das gehört zu mir. Ich, wie gesagt, ich stehe dazu. Und ich bin jetzt niemand, die sagt, ich brauche was, was das total wegzaubert. Ich finde, es sitzt jetzt der Concealer nicht unschön in den Fältchen drin. Ne? Man sieht die Linien, wenn ich euch zoome, hier ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, im Moment sieht das Ganze noch ganz gut aus. Ist halt normale Haut, die bei, wenn man ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die sieht halt so aus. Ne? So, dann, oh, meine rote Nase. Gut, dann habe ich das.
Was machen wir jetzt? Jetzt fehlt nur noch so ein bisschen Bronzen. Beziehungsweise, ja, ich habe hier mich mal hierfür entschieden. Das ist Prime and Fine, die Contouring-Palette. Eigentlich mehr zum Konturieren. Hier haben wir einen Highlighter und es gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Das ist Ashy Radiance, die 010. Also hier wird dann auch gezeigt, wo man konturieren kann. Ich verwende das jetzt wie einen Bronzer. Die dunklere, matte Farbe schattiert. Die leicht schimmernde, helle Farbe setzt Highlights. Genau, ich kann ja mal mit dem Finger reingehen. Hier, das ist jetzt so das zum Highlight setzen. Das hat jetzt nicht den ultimativen Glow, aber ist ein helles Puder, was so ein bisschen Glanzpartikel besitzt. Und ich glaube, dass dieses Konturpuder, das war matt. Also wirklich rein matt. Ich probiere das jetzt mal aus. Jetzt habe ich wirklich meinen Bronzerpinsel hier, nicht hier. Ich habe aber von Real Techniques so einen schmalen hier. Das ist die Nummer 002. Und ich glaube, den kann ich auch zum Bronzen verwenden. Konturieren, ja. Ja, sieht man, ne? Also ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Man sieht es auch, man hat Produkt am Pinsel. Und Ashy, also Aschbraun, ist ja eher, glaube ich, ich finde, das ist ein kühler Ton. Viele, also gerade, glaube ich, zum Konturieren soll man ja auch nicht so. Beim Bronzer sind ja meistens, die Bronzer sind ja meistens eher vom Farbton warm, ne? Aber ich verwende den jetzt hier so in dem Konturbereich auch mehr wie ein Bronzer. Verteile das jetzt hier so an meine Schläfen. Ein bisschen hier unten am Kinn. Ja. Und lass das mal so stehen. So, und jetzt kommen wir ja auch. Da habe ich hier von Zoeva. Das ist Rose, aus der Rose Golden Reihe. Die 114, der Luxe Face Focus. Der hier. Da gehe ich jetzt in das hellere Tönchen und das sieht man, ja. Also man sieht den hier schön, ne? Aber das ist wirklich ein eher matter. Also der hat Schimmerpartikel, das sehe ich hier. Aber das ist jetzt nicht so ein nass glänzender Highlighter. Ne? Der ist wirklich dezent, zurückhaltend, deshalb gehe ich mal ein bisschen mehr rein. Hier. Und den kann ich dann auch ruhig mal auf die Nase, da sieht man es mehr, ne? Hier. Ja. So, ein bisschen zurück. Aber die Palette, ich glaube, die war damals sehr geheim. Die Prime and Fine, ich glaube, da gab es noch einen anderen Ton. 010 habe ich hier. So, jetzt kommen wir zu dem, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Aber, ich weiß nicht, ich meine, das ist der Afterglow. 8 Stunden Puder Blush Bittersweet. So, von Urban Decay. Sieht wunderschön aus. Bam. Ja, das ist wirklich, der kommt so rüber. 1:1. Den habe ich auch schon mal als Lidschatten damals verwendet. Aber ich will den jetzt mal dezent auf meinen, im Rouge-Bereich. Jetzt gucken wir mal. Ich habe hier so einen schönen, soften Pinsel. Das ist von Essence einer. Ja, ich glaube, den nehme ich. Oder? Ja. Ja, jetzt wird es schon. Ist matt. Der ist matt. Gehen wir jetzt mal vorsichtig überall rein. Oh, oh. Bröckelt. Staubt auch ein bisschen. Ich würde es jetzt hier vorne mehr. Oh ja. Seht ihr das? Vorsichtig aufgetragen. Ich habe mich nie so an den dran getraut, aber ich glaube, das reicht schon. Da werde ich lange mit Freude haben. Muss man halt wirklich abklopfen und ich glaube, der Pinsel war nicht verkehrt. Ja, das reicht definitiv. Ich finde es jetzt nicht verkehrt. Ich mache es mal, wartet mal. Das Ringlicht ein bisschen. Ich dimme das mal so ein bisschen. Sonst seid ihr. Ja. Das ist jetzt für viele schon zu viel, aber ich finde. Doch, geht. Das ist für meine Verhältnisse, ich weiß noch, wie ich mich früher immer overblushed habe. Das
Früher habe ich ja wirklich oft zu tief in das Blush geguckt, sage ich mal, gegriffen. Aber jetzt, das mag ich. Passt irgendwie. Ja, ist eine außergewöhnliche Blushfarbe, aber dezent aufgetragen. Zu dem Augenlook, finde ich, passt das ganz gut. Ihr Lieben, ja, das war's, glaube ich. Also für die Lippen, ach nee, Mascara, Mensch. Lippen, kann ich ja auch schon mal, habe ich von Urban Decay, die Naked. Das ist, ja, Naked. Der heißt Naked und das ist... Der hat kaum Farbe, der gibt einfach nur schön Glanz. Das ist ja wirklich so, heute geht's ja, ich bin ja zu Hause. Aber wenn man unterwegs ist, hast du eigentlich immer irgendwo eine Maske auf, musst du kurz die Maske und dann mit Lipgloss, dann klebt das. Deshalb kommt dann höchstens ein Lippenpflegestift auf meine Lippen. Ja, ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht mehr, M.Asam Magic Finish Volume Mascara. Ich weiß nicht mehr, wie gut die war. Wir testen die jetzt mal gemeinsam hier in meinem Auge. Hier sehen wir auch nochmal die Augenpartie. Ne? Man sieht die Linien, aber der Concealer von Nabla ist jetzt nicht so, dass der sich unschön abgesetzt hat. Und ich finde das Augen-Make-up wirklich auch ganz schick. Ich hoffe, die Mascara versaut es nicht. Ich habe es wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, die war in so einem Set, ne, mit dem Make-up. Hatte ich die geschenkt bekommen. Ja, oh doch. Ich meine, jetzt hier übers Display schminken ist natürlich wieder eine Herausforderung. Aber ihr seht, ja, hier bröckelt jetzt, seht ihr, das passiert manchmal beim Auftragen. Das werde ich jetzt antrocknen lassen und dann hinterher mit einem Wattestäbchen entfernen. Aber ich muss sagen, mir hat das Spaß gemacht, wirklich, jetzt hier einfach mal so ein bisschen abzuwandeln. Und ja, die Patzer, die merzel ich gleich aus mit dem Wattestäbchen. Einfach mal abzuwarten. Abzuwarten. Einfach mal die Uhr einzustellen. 30 Minuten und mal gucken, wie viel Lidschatten man... Ich meine, 20 Lidschatten ist schon... Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viele schaffe. Ich dachte, ich schaffe höchstens 15. Aber gut, manche, ja, macht man dann auch wirklich nur ganz kurz hier Augeninnenwinkel. Und es waren viele Brauntöne, aber wir haben es, glaube ich, ganz, oder ich habe es ganz gut hinbekommen. Also mir gefällt das Augen-Make-up. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, das schminke ich gleich wieder runter. Und nee, auch das Gesamt, auch hier, jetzt seht ihr das Blush, ne? Es ist, und ihr seht halt ganz klar, die BB-Cream schimmert noch durch, aber das ist dieser natürliche Glow, den mag ich. Ne? So. So. Und das ist jetzt auch schon ein krasser Unterschied, natürlich wieder zum Auge, wo noch keine Mascara drauf sitzt. Das ändere ich jetzt mal eben. So, ihr Lieben. Ist jetzt nochmal fertig, im fertigen Look. Die Mascara von M.Asam gefällt mir. Doch, das ist so ein schönes, natürliches Volumen. Verlängert jetzt nicht unbedingt die Wimpern, aber das brauche ich jetzt auch nicht. Mir ist eigentlich wichtig, dass es nicht zu verklebt aussieht, aber dass man so ein bisschen intensivere Wimpern hat und das macht die auf jeden Fall. So, ihr Lieben, ich dimme noch mal eben ein wenig runter und ich muss sagen, dass das Gesamtpaket mir doch sehr gefällt. Ich habe jetzt kein, glaube ich, das hätte ich jetzt noch machen können, so ein Fixing Spray, mache ich gleich so für mich noch vielleicht, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Die Haut hat natürlich Glow, ist nicht zu matt und ich bin wirklich ein großer Fan von der BB Cream. Ich muss echt mal gucken, ich glaube, letztens hatte ich mal geschaut im Rossmann, der jetzt bei uns ja neu eröffnet hat. Ich glaube, die hatten sie da gerade nicht im Programm. Weil das ist wirklich so meine Number One eigentlich. Ich brauche nicht, dass es abgedeckt wird alles. Ich bin ja so ein Befürworter dafür, dass die natürlich, also die Haut noch durchkommt. Dass leicht die Rötung abgedeckt sind, auf jeden Fall, das finde ich gut.
In dem Fall jetzt, ja, meine Nase leuchtet noch ein bisschen durch, aber ist halt so. Ansonsten mag ich die vom Spilantox sehr, die BB-Cream. Ja, das war jetzt mal so ein Liter Lotto Extrem. Ich schminke die in gezogener Reihenfolge, ja, in den vorhandenen 30 Minuten. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich den Titel betitle. Ich weiß jetzt nur, ich muss noch mal eben mit dem Wattestäbchen hier meine Patzer entfernen. Also ihr seht es ja auch, was ich meine ist, hier habe ich Pigmentflecken, das hier, das, ne? Pigmentflecken, die sieht man natürlich noch. Aber, wie gesagt, ich mag das. Also bei mir muss das nicht verschwinden. Was jetzt schön wäre, wäre hier die Mascara. Seht ihr, wenn die angetrocknet ist, kann man die... Das wusste ich früher auch nicht. Da hat irgendeiner mal gesagt, Nadine, du musst die Mascara erst, hier geht es, antrocknen lassen. Und dann kann man die viel besser entfernen. Und das stimmt auch. Ja. So, also, ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr sagt. Ich finde das Gesamtpaket sehr gelungen und mir hat das Format riesigen Spaß gemacht. Ich denke, ich werde das bald wieder, irgendwann wieder so machen. Vielleicht habt ihr auch neue Ideen, aber so das jetzt mit der Zeit fand ich auch mal lustig. Ich kann ja mal irgendwann ganz extrem machen und auf... Erstmal würde ich auf eine Dreiviertelstunde machen. Ich ziehe 45 Minuten lang, ne? Und dann vielleicht mal eine Stunde. Das wäre natürlich krass. Also eine Stunde lang Lidschatten ziehen, blind und aufs Auge schminken. Und dann noch in der gezogenen Reihenfolge. Aber ich finde, doch, mir gefällt das. Ich bleibe heute so. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ablenken. Ich hoffe, ich konnte euch ja vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich bedanke mich für eure Zeit und für eure Treue. Ich freue mich jetzt auf euer Feedback und ganz besonders, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.